Hallo Jungs und willkommen zu einer neuen Folge von YouTubers Live zusammen mit unserer BA, der Klick. Jetzt immer noch hier, wir müssen mal wieder die Kleidung ändern. Wir laufen die ganze Zeit hier in unseren Outfits rum von der Veranstaltung, bei der wir waren. Aber da müssen wir doch wieder Peace abbreiten, Leute, hier. Peace, unser klassisches Outfit. Und die... immer kommt die in mein Zimmer rein. Ich zieh mich gerade um. Das kann ich doch nicht machen. Mann. So, wir ziehen wieder unsere Kette hier, geht auch wieder aus. Das muss ja auch, man muss sozusagen auch mal eine... Ich hab das doch ausgezogen. Kleidung ändern. Jetzt ist er ausgezogen. So. Mann. Oh, aber nice, Leute. Call of Fury bekommt... Wie viele Aufrufe sind das? Wie viele Abonnenten ich dadurch bekomme? Ich habe ja 50.000 Abonnenten. Nice. Und das mit diesen scheiß Tonproblemen, Leute. Ich habe gerade nochmal die letzten Aufnahmen geguckt. Es sind diese Tonprobleme, sind da. Ich höre die nicht in der Aufnahme und ich müsste sie eigentlich hören. Ich weiß, die kommen random. Mein Handy ist im Flugmodus und liegt im anderen Zimmer sogar. Ich weiß nicht, wo das hier herkommt. Bei einer anderen Aufnahme, direkt davor, habe ich gerade eben Minecraft aufgenommen. Nichts gewesen. Ich weiß nicht, was hier los ist. Deswegen sorry für diese Mini-Tonprobleme, die manchmal kommen. Ich weiß nicht, ob ihr sie überhaupt hört. Ich glaube, manche hören die nicht mal. Es kommt auf eure Lautsprecher und so weiter an. So ganz komische Mini-Störgeräusche. Die sind auf der Spur nicht vom Ingame-Ton, sondern vom Mikro. Deswegen muss es eigentlich mit dem Mikro zusammenhängen. Aber es ist nur bei dieser Aufnahme von diesem Spiel so, obwohl ich dasselbe Programm von der Aufnahme her, OBS, benutze für alles anderen Spiele auch. Sorry für den kurzen Rant, falls ihr das nicht interessiert hat, aber ich musste das mal kurz loswerden. Egal, Leute. Beate wird eh die viel bessere YouTuberin als dieser Dinger, denn sie hat 50.000 Abonnenten erreicht, so schnell. So langsam konnte ich mich zu dem bekannteren YouTubern zählen, doch mein Zimmer wurde viel zu klein für mich. Ich brauchte etwas Größeres, einen größeren Ort und noch viel mehr Videos zu machen. Ich brauchte meine eigene Wohnung, Leute. Und diesen Schritt geht die Gute jetzt. Ich glaube, ich bin damals mit 120, 130.000 Abonnenten, war ich zu dem Zeitpunkt, war ich mit der Schule fertig. Ich habe an dem Tag, Leute, an dem ich 100.000 Abonnenten erreicht habe, und warte, bevor, du musst gerade erstmal was essen, an dem Tag, an dem ich 100.000 Abonnenten erreicht habe, habe ich mein Abi-Zeugnis bekommen. Sollte man vielleicht andersrum sagen. An dem Tag, an dem ich mein Abi-Zeugnis bekommen habe, weißt du, ist man so der Schuldirektor, also alle sind in der großen Aula und so weiter, wir werden Reden gehalten und bla bla bla. Und dann hat der Direktor auch gesagt, unser Jahrgang hat die Schule nicht so ernst genommen und wir sind kein guter Jahrgang gewesen sind und so weiter, weil wir, keine Ahnung, alle möglichen Sachen gemacht haben. Der fand uns auf jeden Fall nicht gut und das war alles ein bisschen strange. Aber wir haben alle unser Abi-Zeugnis bekommen und alles sozusagen gut gegangen. Und ja, aber an dem Tag habe ich 100.000 Abonnenten geknackt abends und das war für mich echt irgendwie ziemlich nice. Und dann bin ich sozusagen für Studium nach Köln gezogen, vor 3 Jahren mittlerweile, so lange ist das schon her. Und habe angefangen, Call of Fury und so ein Shit hier zu zocken und Videos davon hochzuladen. Ich habe damals dann angefangen, vor 3 Jahren bald, mit GTA. Seit 3 Jahren mache ich GTA-Videos. Das ist wirklich krass. Mikrofon, und zwar GTA Online, vom selben Spiel. Noch davor habe ich sogar schon GTA The Blood of Gay Tony gespielt. Das sieht alles hier richtig aus. Ja, den kann ich ja nicht aufrüsten. Also ich kann den aufrüsten, wenn ich noch was kaufe. Machen wir nochmal schnell unser drittes Gameplay. Nehmen wir auf, Alter, 65.000 Aufrufe bei nur 50.000 Abonnenten. Was geht denn ab? Wer schaut den Beate-Klick alles? Und das ohne Clickbait-Titel sogar. Es reicht wahrscheinlich, weil der Name Beate-Klick ist. Und dann klicken alle drauf auf das ganze Ding. Und siehe nach sauer. Ich muss echt meine Freundschaft mehr pflegen, Leute. Das darf man auch als YouTuber nicht vergessen. Aufnahme ist gestartet. Hauptmenü, da kommt ein unlustiger Kommentar dazu. Im Hauptmenü kann man wohl mal einen unlustigen Kommentar bringen. Du hast den letzten Kill gemacht. Professionell, Leute. Wenn das nicht passt, weiß ich auch nicht. Doch, das passt. Und interaktiver Ladebildschirm. Ein kurzer Kommentar kommt dazu von mir. Und das Spiel-Tutorial. Mörderischer Blick, Leute, weil es war auch für das Spiel-Tutorial. Ja, das ist richtig. Warum auch immer. Handlungswechsel. Fröhlich? Nein, keine Ahnung. Ich konnte auch nur das auswählen. Okay. Wenn man das halt so spielen könnte, dass irgendwie das besser aufeinander passt, dann wäre es ja cool. Aber irgendwie, es passt nie gut aufeinander. Oder ich habe das System nicht verstanden. Man muss immer ein bisschen rumprobieren und man kann es nicht immer komplett richtig machen. So viel habe ich verstanden oder glaube zumindest verstanden zu haben. Und guck mal hier. Der hier ist sozusagen oben, unten und oben und unten. Und das gibt es, ist kein einziger, hat auf keiner einzigen Seite oben und unten. Das heißt, das auf jeden Fall wird schon mal scheiße sein. Oder kann ich, ach so, ich kann auch was nicht verwenden. Das habe ich ja vergessen. Vielleicht verwende ich den einfach nicht. Mal gucken. So, das kann auf jeden Fall hier mal ran. Dann kann das hier mit weitergehen. Ne, fangen wir lieber hier mit weiter an. Weil an den kann man den nochmal anschließen. Und dann würde ich den einfach rauslassen. Weil wenn ich den hier ranpacke... Hä? Ach so, wenn ich den so ranpacke und den habe ich trotzdem, weil der habe ich jetzt... Ah, okay. Nice. Weil es zählt irgendwie, die sind halt gelb, das ist auch nicht gut. Und der ist schwarz, ich weiß nicht, ob schwarz negativ ist oder ob das dann gar nicht schlimm ist. Auf jeden Fall Renderpunkte gut dabei, alles.
Scheint ein ganz okay jetzt Video geworden zu sein. Neuer Rekord der Nachbearbeitung sogar. Und wenn man mal so, das ist das dritte Gameplay. Also ich habe schon 4 Videos jetzt schon. Nee, gar nicht. Von Call of Duty habe ich nur 2 gemacht bisher. Aber trotzdem, wenn die alle so abgehen, ist ja einfach nur mega nice. Da kann man ja gar nichts zu sagen hier. Schaut es euch mal an. Hey, wir haben wieder unter 50.000 Abonnenten. Shit! Nein! Wir haben Abonnenten verloren. Wieso? Das habe ich nicht mitbekommen. Und ich wollte die Karten angucken, Leute. Gestohlenes Video. Ach so! Nein! Ah, seit der neuen Version, deswegen habe ich auch keine neuen Karten die ganze Zeit gehabt, muss man die sozusagen selbst auswählen. Ah, nein! Wie häufig das in den Kommentaren gestanden haben muss. Sorry, Leute, aber bisher war es so, dass die sozusagen automatisch zur Auswahl standen und man die nicht erst freischalten musste. Okay, anscheinend bekommen jetzt immer 3 und kann einen auswählen. Einen fachlichen Kommentar ist ja eigentlich nice, oder? Machen wir mal einen fachlichen Kommentar. Und, aber das Ganze kann ich jetzt 7 Mal machen, wie so eine Lootbox sozusagen hier. Machen wir so Pack-Opening hier in YouTubers Live, Leute. Urheberrechtlich geschütztes Musikvideo? Ja, was ist denn das hier für eine Aussage dann so? Übergang in Schwarze. Oder lustige Kritik? Lustige Kritik machen wir mal. Und noch einen haben wir so viele Sachen hier. Einen wütenden Kommentar, das finde ich super. Wenn Beate mal so richtig ausrastet. Und einen feierlichen Schrei. Hey, der Smiley ist der immer so? Der sieht voll nice aus, der Smiley. Doch, der sieht echt immer so aus. Tanzen begrüßen. Ja, wir winken ja eigentlich immer. Aber Tanzen ist eigentlich noch geiler, oder? Ein Musikintro. Ja, mach mal die Tanzen begrüßen. Wir müssen es ja nicht auswählen, aber Tanzen ist eigentlich auch echt nice. Und, Abspann. Abspann ist auch schön. Einfach so eine schöne Abmoderation, das passt ja auch immer gut. Verabschiedung mit Kuss. Ja, Beate. Ah, Beate klickt perfekt. Die macht keine Bro Frist, die macht den Bro Kiss. Ja, Beate. Sehr schön. Das passt ja wie Faust aufs Auge. Und eine Karte haben wir noch. Einen sarkastischen Kommentar, das geht auch klar. Nice. Erstmal was essen auf die ganzen Einkäufe hier. Auf die ganzen neuen Karten. Und dann wird das Video, ist ja auch gleich hochgeladen. Energy Drink nehmen wir uns mal 2 an der Zahl hier raus. Und eigentlich sollte uns das neue Video sollte uns dann wieder über die 50.000 bringen. Und vielleicht kann ich dann ja ausziehen wahrscheinlich. Brauche ich nur ordentlich Cash zum Ausziehen. So, bringen uns über die. Ja, die Abonnenten steigen, Leute. Ja, das sind die Abonnenten, die Zahl hier. Und ihr seht, die geht nach oben. Wir sind wieder über 50.000. Sehr schön. Aber wie kann ich denn dann. Warte, bevor ich mir um das Ausziehen Gedanken mache, muss ich nochmal ein neues Video machen. Ich weiß nicht, nochmal Call of Duty oder nochmal. Oh! Micro-Helikopter ist richtig am absteigenden Ast. Okay, da sollte ich nichts mehr von machen. Habe ich irgendein Spiel noch? Nee. Kein einziges Spiel mehr da, außer Call of Duty. Dann muss es das hier auf jeden Fall sein. Mit dem ich noch ordentlich was machen kann. Aber gut, machen wir noch ein 4. Video von Call of Duty. Und danach muss ich mich echt um neue Spiele kümmern, glaube ich. Weil das wird sonst nicht mehr so gut funktionieren. Also. Ach man, ich wollte die anderen die neue Begrüßung machen. Warum kann ich die nicht machen? Ich bin voll gegessen, voll geschlafen. Ich hab voll Energie jetzt hier, Leute. Jetzt kann's losgehen. Und trotzdem habe ich hier nicht. Ach, meinen wir mal einen unlustigen Kommentar im Hauptmenü? Falsch, scheiße. normales Spiel. Normales Spiel, da machen wir. Ja, da singen wir halt mal. Ist auch falsch, scheiße. Interaktiver Ladebildschirm. Da kommt der ernste Kommentar. Ich habe ja nur scheiß Karten jetzt irgendwie bekommen. Warum? Du hast den letzten Kill gemacht. Professioneller Kommentar. Das passt. Und bitte, bitte, ich möchte die Kussverabschiedung. Und? Mann! Ich kann nur winken. Ich möchte die Kussverabschiedung machen. Das wird der Bro Kiss, Leute. Ach, Mann. Na gut. Okay. Oh, es geht ja aber über 50.000 Views wieder. Nice. Das Video muss ich schnell fertig machen hier. Und der PC ist wieder kaputt, aber ich glaube, ich kann auch fertig schneiden. Wo ist. Nein, ist nirgends so. Es ist halt nicht schlimm, dann denke ich immer, dass das ja auch passen muss, aber es ist, glaube ich, gar nicht so schlimm, wenn sozusagen dieser Anknüpfungspunkt nicht da ist. Es muss nur jeder Punkt, der am Ende ist, also auf der rechten Seite, der muss irgendwie einen Anschluss bekommen. Das ist sozusagen das Wichtige bei der ganzen Sache. Aber selbst das ist leider nicht machbar. Ich habe 2-mal das jetzt, halt einmal muss ich auf jeden Fall, werde ich es nicht schaffen. Egal, es ist nie so schlimm mit der kommt aber eher ans Ende. Machen wir den hier weiter mit einem und. Nee. Achso, ich habe nur die mit unten. Oh, den kann ich machen mit 2. Der passt auch viel eher dazu eigentlich. So, mit den 2 grünen. Und. Nee. Es passt alles gerade nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, ich habe keinen blassen
Schimmer, was ich da gerade in was für einer Form eigentlich versuche zu veranstalten. Und die tauschen bringt auch gar nichts, macht ja gar keinen Sinn. Machen wir den hier hin, machen wir einen so. Und dann nochmal den hier. Ja, das Einzige, was noch machen könnte, ist der hier so. Jawohl, habe ich nur einen roten, das passt. So, ein Hint, das alles hier dazu ballern. Dann kann ich auch bald mal. Oh, Nintendo! Nicht Nintendo hier, sondern Nintendo. Nice, guten Tag, danke für die Einladung. Erstmal muss ich mein Video hochladen und dann würde ich mal sagen, ja, was macht denn da? Ich muss nichts zahlen und liebe Beate Klick, wir freuen uns sehr, dich zur Präsentation unseres neuen Videospiels Legendary Animal einzuladen. Wenn ich es bald für Nintendo Death entscheiden, wir zählen auf deine Mithilfe. Liebe Grüße. Ja, machen wir. Ich weiß zwar nicht, ich kann es mir wahrscheinlich auch wieder nicht leisten, aber vielleicht kann ich dafür... Wieso muss ich kostet reparieren denn was? Ist der so kaputt? Wahrscheinlich ist der so kaputt, dass ich das leider bezahlen muss. Aber gut, ich habe ja mittlerweile ein bisschen Geld zumindest. Dann zeige ich halt die 20, dass mal einer kommt. Weil das Wichtigste ist, dass ich hier weiter gute Videos machen kann. Und ich muss echt mal in den Kalender gucken. Das hoffentlich... Und ich muss mal wieder mit den Leuten hier sprechen. Mit Cody. Cody war doch der, oder? Mit Cody muss ich einfach mal chatten. Weil unsere Beziehung muss auf jeden Fall vorangehen. Weil der Cody ist auf jeden Fall gut. Ah, ich kann nicht, weil der Computer arbeitet. Warte, jetzt aber wieder. Komm schon, Cody. Cody. Cody, wir chatten. Sehr schön. Hey, der arbeitet immer noch so, weil er jetzt hoch. Dann lade ich ihn halt ein. Cody, komm halt vorbei. Cody. Kann ich ihn nicht einladen? Wahrscheinlich kann ich ihn noch nicht einladen. Wahrscheinlich müssen wir erst irgendwie ein bisschen miteinander sprechen. Aber egal, das Video ist gleich hochgeladen. Jeden Moment, oder? Achso, es lädt gerade nicht weiter, auch wenn ich in dem Menü bin. Und jetzt. Dann kann ich ihn jetzt mal kurz mit ihm chatten. Mit Cody. Bisschen chatten. Also Beziehung wieder ein bisschen auffrischen. Ja, das sieht auch gut aus. Ja. Ja, da geht das ordentlich voran. Und Call of Fury ist wieder ein Hit, Leute. Wie schnell das hier alles hochgeht. Wir verdienen Geld damit. Super. Wir können uns gegenseitig bekannt nennen. Vielleicht sehen wir uns demnächst. Nice, Cody. Kann ich ihn dann auch einladen bald mal? Ja, ich kann ihn einladen. Wir werden uns treffen. Ich komme. Nice, Cody. Ich freu mich auf dich. Ich freue mich, wenn du hier vorbeikommst. Und, wie geht's dir? Sagt er, ja, mir geht's super. Bist du schon da? Ah, da ist er ja. Kann so langsam hier wählen. Erstmal hier. Ey, Cody, wir reden. Guten Tag. Schön, dass du da bist hier. Guck mal hier, das ist mein Zimmer. Ich ziehe aber bald aus. Weißt du, wo wohnst du denn zum Beispiel? Ich würde vielleicht gerne in deine Nähe ziehen. Cody, das wäre super. Also hier hätte ich voll Lust drauf. Du nicht auch? Nein, da doch. Okay, willst du dich ein bisschen bei mir umschauen? Dann mach das ruhig. Wie kann ich denn... Okay, das ist diese Legendary-Präsentation. Da kriegen wir leider nichts für, aber XP bekommen wir dazu. Oh, es ist schon in 20 Stunden. Dann soll ich vielleicht nochmal ein Video machen. Cody? Cody, auf Wiedersehen. Ich muss jetzt noch arbeiten. Hier, mach's gut. Ciao, ciao. Schön, dass du da warst. Aber ich muss nochmal ein Video machen. Und Call of Fury ist schon ein bisschen auf dem absteigenden Ast wieder, leider. Egal. Ein letztes Call of Fury. Ein fünftes Call of Fury Gameplay. Shit, weil alles andere ist halt echt auf dem absteigenden Ast hier, ne? Egal, wir machen nochmal ein Gameplay von Call of Duty, Leute. Es ist nicht gut eigentlich, aber egal. Eine machen wir noch. Ein letztes Call of Duty. Ich habe gerade nichts mehr am Start und ich muss das Video auf jeden Fall, möchte auf jeden Fall noch ein Video fertig machen vor der Veranstaltung. Und muss ich was essen? Oh Gott, da muss ich was essen. Nein, ich muss schon wieder umziehen. Jetzt gehe ich wieder ohne Essen da rein. Scheiße. Okay, winkende Begrüßung. Wir winken erstmal kurz da wieder rein. Die klassische Beate. Kommt der lustige Kommentar im Ladebildschirm? Nein, ein sinnloser Kommentar natürlich. Und normales Spiel. Ganz normal. Wir dann professionell bleiben. Ist auch nicht komplett richtig. Spielintro. Da kommen wir auf jeden Fall ernst. Nein? Hä? Manchmal ist immer in diesem Intro und so weiter. Manchmal muss man ernst sein, manchmal nicht. Irgendwie, ich weiß nicht, ob es da irgendwie man das genau richtig macht. Und jetzt kann ich nichts mehr machen. Ach, weil ich nicht genug Punkte habe. Scheiße. Okay, das wird kein gutes Video. Vielleicht soll ich das dann doch nicht hochladen. Egal, ich lade es trotzdem hoch. Manchmal kommt mal ein schlechtes Video. Vielleicht kann ich es dafür besser zusammenschneiden, aber es sieht wieder nicht danach aus. Sieht wieder absolut nicht danach aus, als dass ich irgendwie gut zusammenschneiden könnte. Das muss auf jeden Fall ins Ende. Hier kann, das kann ich ja, kann, das ist ja, kann es ja niemandem anbieten hier. Also die hier, ich habe 2x2, die ich auf gar keinen Fall sozusagen hier untergebracht bekomme. Das heißt, es wird auf jeden Fall mindestens einen roten geben. Den hier mit 2 und habe ich auch nicht, ja. Ja, geil. Richtiges Kack-Video hier. Interesse auch niedrig. Ich glaube, ich lade das nicht hoch, Leute. Das ist zu schlecht. Nee.
Weiß nicht, Leute, soll ich es hochladen? Das ist halt echt ein scheiß Video. Egal, ich lade es hoch. Das ist das letzte Video, okay, aber ich lade es hoch. Und bitte, 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 geh essen. Nein, jetzt. Ich schlafe, meine ich. Nein! Scheiße, Leute. Oh, jetzt wieder Kette anziehen. Die ist müde und hat nichts zu essen. Und jetzt geht's auch mit scheiß grünem T-Shirt zu der Veranstaltung. Ich habe alles falsch gemacht. Alles für diese Veranstaltung. Die Beate, du tust mir wirklich ein bisschen leid. Oh Gott, ich hoffe, sie übersteht diese Veranstaltung, Leute. Oh Gott, Beate. Oh, hoffentlich kippt sie nicht um. Wir werden es sehen. Vielen Dank, Beate, dass du das machst. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Drückt mal den Daumen nach oben für Beate. Ihr braucht es jetzt auf jeden Fall. Wir sehen uns in 2 Tagen wieder zur nächsten Folge von Dieter ist live. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und ciao.